Einen wunderschönen guten Morgen. MC Brillenschlange ist heute wieder aus einer völlig neuen Perspektive für Sie da. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von und mit Thomas Iva Garage. Auch wenn es jetzt wieder mal ein paar Tage kein Video gegeben hat, das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht aktiv bin und Sachen mache. Liebe Freunde, gleich an allererster Stelle wollte ich euch darauf hinweisen, dass Thomas Iva Garage eine Aushilfe sucht bzw. einen Werkstudenten. Ich habe euch den Link zu der entsprechenden Stellenbeschreibung, wie gesagt zu dieser Hilfskraftstelle, in die Videobeschreibung geknallt. Wer aus der Nähe von Merseburg ist und da Appetit drauf hat, was auch immer, der kann sich sehr gerne mit einer Bewerbung bei mir vorstellen, auf Deutsch gesagt. Und dann werden wir einfach mal sehen, ob wir da vielleicht zusammenkommen. So viel in eigener Sache. Worum es aber heute im Detail genau geht, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Und zwar, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, bin ich wieder unterwegs auf Deutschlands Autobahn mit Anhänger selbstverständlich dran, denn wir holen heute das mehr oder weniger lang angekündigte und leider aber noch nicht gestartete Projekt Trabant Kübel. Eigentlich muss man ja sagen 2.0, weil was aus dem ersten geworden ist, das wisst ihr sicherlich. Deswegen habe ich die ganze Chose sozusagen nochmal mit einem zweiten Kübel gemacht, nämlich das ganze Teil direkt vom Klempner zum Strahlwerk Deluxe in Pößneck geschafft, um das dort für unsere Vorhaben entsprechend vorzubereiten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dieses Projekt, weil ich natürlich damals bei dem weißen Kübel so ein bisschen Blut geleckt habe, was das ganze Thema hier anbelangt. Und genau deswegen, ja, freue ich mich da halt einfach auch so drauf. Ich will aber gleich vorweg die Erwartungshaltung an dieses Projekt so ein bisschen dämpfen. Warum? Die Erfahrung aus den ganzen anderen 1000 Projekten und so weiter, die ich da schon gemacht habe, hat mir gezeigt, dass es halt keinen Sinn macht, 3, 4, 5 Projekte gleichzeitig irgendwie laufen zu haben und jede Woche irgendwie mal an einem, zwei irgendwas zu machen. Und dann, ich sag mal, am Ende des Tages nicht wirklich richtig fertig zu kriegen. Ja? Also 312, Coupé, 353, Mein Waband, Gerald und so weiter. Ja? Das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die ich natürlich jetzt mit dem Kübelthema nicht noch zusätzlich sozusagen belasten will. Aus diesem Grund, wie gesagt, habe ich mir halt jetzt vorgenommen, wir holen das Auto jetzt, ich stelle euch das vor, wir schwatzen ein bisschen mit Robin im mehr oder weniger neuen Strahlwerk. Und dann haben wir es erstmal. Dann wisst ihr, das ist jetzt der Aufschlag für dieses Projekt. Aber die nächsten Videos davon werden sicherlich noch etwas auf sich warten lassen. Ja, einfach genau aus dem Grund, dass wir eben erst eine Sache schön ordentlich fertig machen wollen. Also Thema Coupé, Thema 312. Und wenn wir dann sozusagen langsam anfangen, wieder ein bisschen mehr Luft zu haben, dann starten wir genau mit dieser Folge. Für die Thematik, warum wir das Auto jetzt heute trotzdem holen, obwohl ich ja gesagt habe, wir starten mit dem ganzen Projekt noch nicht. Vielleicht nur noch mal zum Verständnis. Naja, Robin und Marie und seine Jungs und Mädels, die sind halt jetzt fertig mit dem Auto und wollen das natürlich auch loswerden, sage ich jetzt einfach mal so. Weil ich will das ja jetzt auch nicht da monatelang im Strahlwerk stehen lassen. Das ist ja Quatsch. Und deswegen holen wir das heute auch entsprechend. Ja, also das ist die Idee dahinter. Klar, wir haben das Ganze angeleiert, das hat jetzt auch schon ein paar Tage gedauert. Jetzt war das Wetter immer blöd, heute passt das Wetter ausnahmsweise mal. Genau aus dem Grund haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt holen wir es ab, zeigen euch das, dudeln da ein bisschen rum und wenn es dann weitergeht, werdet ihr es spätestens hier erfahren. In meinem Kopf habe ich das Auto natürlich schon fix und fertig gebaut. Das kann ich euch tatsächlich schon sagen, das ist wirklich selten so. Aber eben genau bei diesem Kübel ist es tatsächlich schon so weit vorangeschritten. Also die Felgen sind schon da, die Farbe steht schon fest, die Felgen sind auch schon in passender Farbe gepulvert und so weiter und so fort. Also Tieferlegung steht sowieso fest und so. Also da sind ganz, ganz viele Themen an diesem
Fahrzeug, das in meinen Gedanken schon eigentlich fix und fertig besteht. Wir haben ja auch noch einen Schlachter-Trabi dastehen, von dem wir dann hoffentlich so das ein oder andere Teil für diesen Kübel nehmen können. Aber was, wie, so, warum, weshalb und so weiter, das gucken wir uns dann ganz in Ruhe an, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr es wieder bis hierhin schon mal geschafft habt. Und wir sehen uns gleich im Strahlwerk. Eine Sache, die mir bei dieser Geschichte mit dem Strahlwerk und so auf jeden Fall noch schwerwiegend am Herzen liegt, ist tatsächlich der Fakt, auch mal Danke zu sagen. Denn aus dieser einfachen Kunden-Dienstleister-Beziehung beziehungsweise später dann Firmen-Dienstleister-Beziehung ist wesentlich mehr geworden als einfach nur wir schreiben uns gegenseitig irgendeine Rechnung. Und das ist halt das, was, finde ich, unsere Szene, und das habe ich schon so oft gesagt, dermaßen ausmacht, dass aus solchen Geschichten einfach Freundschaften werden. Und dass ich da jetzt echt gerne hinfahre und mich schon riesig drauf freue, dass wir da ein kleines Schwätzchen machen, dass wir uns da die Taschen nochmal voll hauen und so weiter. Und das ist, glaube ich, genau das wert, einfach mal zu sagen, hey, danke an dieser Stelle. Ja? Und auch wenn das unbezahlte Werbung ist, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr eurem Ostblech oder Altblech, was auch immer, was Gutes tun wollt und so weiter, also einen Status quo an dem Auto herzustellen, der für alles Weitere, was ihr dann damit vorhabt, einfach ideal ist, sei es durch Trockeneisstrahlen, sei es durch, es ist ja nicht Sandstrahlen in dem Sinne, das werden wir gleich noch erfahren, aber der ist im Strahlwerk halt einfach genau an der richtigen Stelle, weil die genau wie wir, vielleicht im Moment noch nicht mit Ostblech in Nadel im Kopf haben, aber zumindest mit Altblech und genau deswegen die richtigen Leute für diese Jobs sind. Die waren so ja schon so nett. Hier sind wir übrigens. Gut, hier in Verkaufsraum zu stellen. Jetzt kommt Thomas da rein. Guten Tag. Hallo. Willkommen mal wieder hier im Strahlwerk Deluxe. Ich freue mich sehr. Wir haben deinen Wagen hier fertig, deinen Kübel. Ja. Schon. Ich denke, ist ganz gut geworden, ist ja schon der zweite. Das ist der zweite Anlauf. Ja. Aber wir haben gerade schon auch beim ersten Sammatur rumschleichen. Trotz, dass das Thema ja von einer guten Grundsubstanz hergerichtet wurde, also es ist kein originaler Kübel, es war mal ein Universal, ja, also ein umgebauter, trotzdem noch so die Stellen zutage gefördert wurden, die man so vielleicht im ersten Moment ja nicht gedacht hätte tatsächlich. Und das ist ja immer das, was ich sage, die Wahrheit siehst du immer erst nach dem Strahlen. Es gibt einen schönen Spruch, mit unserer Arbeit schaffen wir immer eine ehrliche Basis der Substanz. Gell? Also wir hatten gerade im Thema, anderes Thema, US-Fahrzeuge, ich habe einen schönen Mustang gekauft, aus USA importiert, schöne schwarze Pampa unten drauf und wir können da auch Träume zerstören. Wir hatten schon ganz viele da, die haben wirklich dann hier 60.000 Dollar investiert und dann müssen wir zwischendurch anrufen und fragen, ob es überhaupt Sinn macht, weiterzumachen, weil du noch ein Sieb hast. Gell? Also ist wirklich, man schafft mit dem Strahlen wirklich eine ehrliche Basis. Und was ich auch sagen muss, eine Dokumentation, eine Restauration ist das Wichtigste überhaupt, wenn man so ein Fahrzeug aufbaut. Weil nichts ist schlimmer, ein Fahrzeug zu kaufen mit der unnachvollziehbaren Restauration. Gell? Das ist immer, was wurde gemacht? Sind es irgendwelche Spachtelmonster oder irgendwas? Hier hast du jetzt eine Basis. Wir bebildern alles bei uns. Gell? Jeder Kunde bekommt von jedem Bereich, den wir bearbeitet haben, vorher, nachher Bilder. Das ist immer wichtig und Transparenz zum Kunde. Das ist für uns eigentlich selbstverständlich, aber auch für den Kunde ist es einfach schön. Er hat eine schöne Historie für sein Fahrzeug. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch wenn man sagt, man will es nicht mehr kaufen, aber man kommt irgendwann der Tag, du musst es verkaufen, warum auch immer, ist es nachvollziehbar und man weiß, was gemacht wurde. Wie lange dauert jetzt sowas? Also mein an so Trabant ist ja schon nicht viel dran, aber nee, hier sind nicht viel dran. An der Kübel ja tatsächlich noch weniger. Der war so 2,5 Tage aufgespannt. Okay, krass. Und der ist jetzt, also klassisch, mit welchem Medium gestrahlt? Der wurde jetzt außenrum nochmal mit Kunststoffgranat gestrahlt. Die Bodenplatte haben wir gesamt mit Glasperle gemacht, weil da kann nicht viel passieren. Das ist ein gesicktes Blechfeld, da geht man Zug rein. Außenrum muss man aufpassen, die Kübel waren allgemein, ich hatte es mit unserem Mitarbeiter, ich kenne schon davon, die waren nie 100% gerade. Wie man sieht, halt, man hat halt so viele Schweißpunkte hier dran. Ja, ja. Du hast halt überall Verzug von Schweißen gemacht. Genau. So waren die aber schon ab Werk, die Kübel, wenn wir drüben haben, entstehen, das sieht genauso aus. Ja. Da wurde nie was gemacht. Ja. Und dann wurde aber in der Plank, werden die ordentlich ausgeblasen.
Dann kommt eine 2K-Epoxy-Grundierung von Spies-Hecker drauf, also auch was Ordentliches, weil es bringt nichts, irgendeine 1K-Billig-Grundierung auf dem Baumarkt drauf zu machen. Ja. Der Lackierer, die jagen ein bisschen Teufel damit, gell? Ja, klar. Und das ist jetzt eine Grundierung, mit der kann jeder Lackierer, ob das Spieß oder ob das Glasurit ist, was auch immer, damit können die arbeiten, gell? Also die zwei Stellen vorne habe ich ja schon gezeigt. Hier ist quasi so die letzte Geschichte, die irgendwie noch ein bisschen Liebe braucht, aber so im Vergleich zu dem letzten ist das schon jetzt hier die Basis, mit der sich tatsächlich arbeiten lässt. Mit Kisten hier, da kriegt der Kunde dann seine Gummis noch mit und seine vom Verdeck hier. Genau, manchmal hast du Autos, da haben wir noch 5 solche Kartons voll mit irgendwelchen kleinen Clips und so. Ja, muss ja nicht sein, dass man es kaputt schrollt. Ja, das ist richtig. Aber ich sehe jetzt hier schon, das sieht doch aus hier wie T3, ja? Richtig? Das ist T3. Und ich sag mal, T3 ist ja jetzt so von der ganzen... Wenn wir jetzt mal wirklich vom Trabant mal so absehen, wie gesagt, ihr habt ja noch genug andere krasse Autos hier drin stehen oder auch schon drin gehabt, von der Wertgeschichte noch gar nicht so hoch, aber jetzt im Kommen, oder? Ja, T3 ist jetzt genauso wie das Thema vorhin, was wir mit den Ostfahrzeugen schon hatten. Mhm. Also T3 hatten wir am Anfang auch nicht, wir hatten immer T1, T2. Ja. Aber jetzt ist Thema T3 im Wert explodiert, wirklich, also richtig krass. Okay. Also eine gute Basis kostet auch richtig Geld. Genauso wie T4 ist genauso schon da. VW, fängt jetzt auch schon an. T4 läuft bei VW nur noch unter Volkswagen Classic, gell? Also T4 ist ein Klassiker. Ach, findest du bei VW normal gar nicht mehr, läuft über VW Classic Abteilung. Wie gesagt, hier T3 mit Drehsitzen und Multivan und gab es auch schon als California und als Synchro. Mhm. Mittlerweile unbezahlbar und da haben wir auch ganz, ganz viel jetzt in der Kundschaft. Krass. Klar, wir sehen ja jetzt im Strahlwerk, und so habe ich ja euch eigentlich auch kennengelernt, das Altblech. So können wir ja Ost- und Westblech sozusagen vereinen, indem wir sagen, so Altblech. Aber als ich das letzte Mal hier war, wo ja mein Traum des Kübels Nummer 1 sozusagen zerstört wurde, hier von euch, ja gesagt, dass das Thema Altblech ja gar nicht mehr so euer Hauptbetätigungsfeld ist. Ich sag mal, es ist nicht weniger geworden, das Thema Altblech, es wird sogar immer noch mehr. Ja. Wenn wir strahlen zum Beispiel jeden Tag, 8 Stunden an Trockeneis strahlen, verarbeiten, sind sie wie Tonnen da im Monat an Trockeneis. Ja. Und Oldtimer waren auch immer mehr, aber wir haben uns auch auf das industrielle Schonstrahlen befasst. Das heißt, wir strahlen nicht irgendwie Eisenträger hier oder Riesenzeugen oder irgendwas, sondern wir strahlen ganz, ganz viel für die Medizintechnik. Haben da eine schöne Strahlenlage, wo wir nur Edelstahlteile machen. Ja. Das ist so unser Hauptaugenmerk, wo wir drauf liegen. Ja. Aber wir haben diese Anlagen für die Oldtimer immer da. Das ist trotzdem unsere große Leidenschaft, was wir machen. Und es ist einfach vom Gesamtaspekt ist das halt einfach, wir verdienen da effektiver Geld. Mit der Industrie, das ist immer gleichbleibende Teile, kannst du besser kalkulieren. Mit dem Oldtimer hat der das beste Beispiel, du hast einen Mini Cooper dastehen und einen Cadillac. Der Cadillac ist 5-mal so groß wie der Mini Cooper. Der Cadillac dauert einen Tag, weil er aus Kalifornien ist, Trockeneis strahlen. Der Mini Cooper bis vor 5000 Trockeneis immer noch dran, weil das Ding selber Unterbundschutz gekriegt hat. Kannst du ganz schwer kalkulieren. Ja. Okay. Also, das ist ja, deswegen war, das finde ich ja cool so an sich, weil das Altblech, damit habt ihr ja angefangen. Das war ja so der Ursprungsgedanke, Old Metal, New Shine. Ja. Ist ja euer Leitspruch. Und da finde ich das halt immer schön, wenn man sich zusätzlich zu diesem Kerngeschäft sozusagen halt noch was aufbauen kann. Ihr seid ja jetzt auch ISO-zertifiziert und so weiter, ja? Das ist ganz, ganz wenige Strahlbetriebe, gell, die ISO-zertifiziert überhaupt sind. Der Strahlbetrieb ist halt immer eine Dreckbude, gell, wenn man so sieht. Yeah. Das sind wir halt nicht, also versuchen es zumindest nicht zu sein, gell. Ja. Der Strahl ist immer Dreck und sind jetzt bemüht. Einmal die Woche machen wir immer einen Grundputz in der Halle, das bringt uns nichts, gell. Ja. Und gerade wenn du für die Medizintechnik arbeiten willst, musst du da wirklich, oder für die Optik arbeiten wir auch, gell? Und da hat mit dem klassischen Sandstrahl nichts mehr zu tun. Da geht es um Mattierung, das sind teilweise Maschinen, die arbeiten mit dem Laser, der Laserstrahl muss gebrochen werden, deswegen wird die Laseroberfläche homogen mattisiert, dass die gleich aussieht. Und sowas machen wir halt sehr gerne. Und wie gesagt, das ist halt, das finde ich halt cool, wenn man sich zu diesem Kerngeschäft halt einfach so ein, ich sag mal, so ein zweites Standbein schafft. Wie man ja sieht, also im Vergleich zu damals in dieser Lackieranlagenbetrieb. Na, und jetzt ist es ja, seid ihr jetzt hier schon wie lange in dem ehemaligen Auto? Drei Jahre sind wir jetzt hier. Drei? Fast vier. 24 haben wir angefangen. Ja, fast 4 Jahre schon. Ja. Krass. Die Zeit vergeht echt, die Zeit rennt. Ja, und am Ende trotzdem noch zu klein, oder sagst du? Nee, zu klein nicht. Super, genau. Passt. Ja. Wir sind einfach ein super Team, muss man dazu sagen. Wenn du kein gutes Team hast, wird's nichts. Wir haben hier super Jungs, die hier jeden Tag Vollgas mit am Start sind. Hier noch Arbeitsschutz, großes Ding. Ja, ja. Hält bis zu 11 Bar aus. Ja. Die auch die Leidenschaft mitbringen, ist immer wichtig. Gell? Der eine hat gesagt, der verdient sich den Oldtimer gar nichts, der macht die Industriesachen. Ja. Der andere macht nur die Oldtimer, der eine macht bei uns nur Trockeneis. Mhm. So, jeder kann aber trotzdem alles, gell? Aber jeder hat so sein spezielles Feld.
Und das macht dann auch am meisten Spaß. Oder? Mit dir und Marie, wie viel seid ihr jetzt insgesamt dann? Sechs, wir sind zu sechst. Okay, cool. Also schöne kleine... Ja, also wir sind fünf Feste und einen Sub, da rennt ihr jetzt gerade aber. Mhm. Da ist immer noch mit dabei, wir zählen aber auch mit so einem Team. Ja. Haben da noch ein paar Jungs, also mein Cousin und noch ein paar Kumpels mit, die immer regelmäßig schon mithelfen. Man hilft halt immer gegenseitig. Ja, 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 ja. Und mit den Standbeinen, aber ganz gut, dass du angesprochen hast, Thema Oldtimer ist natürlich unsere Leidenschaft. Marie und ich, wir leben das total. Was man unschwer erkennen kann im Hintergrund. Und sind da, haben da auch die, wir haben da die Macke luftgekühlter Volkswagen, gell? Und aber auch viele mit den DDR-Geschichte. Wir haben die zweiten Varianten hier. Marie hat ihre 57er Pritsche, den Bus haben wir noch. Wir haben eine Brezel von 49 und haben noch so ein paar andere Flausen im Kopf, was wir alles noch so gerne hätten. Und uns ist auch egal, was das irgendwie wert hat oder irgendwas. Für uns zählt einfach, wir haben die Leidenschaft, wir finden es geil. Wir fahren auf die Events bis sonst wohin, ja, weil wir einfach da Bock drauf haben. Ja. Und eigentlich war der Gedanke, wir machen nur Oldtimer, gell? So ging das ja los. Aber wisst ihr, unsere Regierung hier, die haben immer neue Floskeln im Kopf oder immer irgendwelche neue Macke, irgendwann sagen die, welche dürfen die Fahrzeuge nicht mehr fahren oder ja, nur genau, eingeschränkt fahren. Ja, ja. Und dann trifft es natürlich alle hart, wenn wir keine zweite Standbein haben, dann ist es nämlich Zeug alles gar nicht mehr wert. Gell? Dann, ja, genau. Aber so weit soll es nicht kommen, das hoffen wir auch nicht, aber ja, deswegen lieber breit aufstellen und da ist man da. Genau, und das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn die Leute mich immer fragen, ob das, was ich mache, Zukunft hat, dann sage ich auch immer, wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert oder zumindest sich das so ändert, dass es trotzdem noch Spaß macht, halt einfach ja, schöne Autos zu bauen oder alte Autos zu erhalten oder was auch immer, dann ist die Welt ja, also für mich und für uns alle, genau, absolut so ist es. Genau, das ist die Chefin im Haus, einfach nochmal, dass man, sagst du mal Hallo. Hallo. Dass alle wissen, wo ist das hier noch von Weichen? Da freue ich mich. Robin. Was denn? Haben das deine Mitarbeiter gesponsert oder warst du das ja mit dem Schweizchen? Das war natürlich nicht. Guter Kerl, oder? Von Valentin. Von Valentin. Der Valentin hatte Geburtstag, weißt du? Ja, ja. Wir kennen den aber nicht. Wir haben gedacht, wir bringen den mal was mit dem Valentin. Und da habe ich meinen kleinen Valentin, der hier sitzt hier, habe ich den kleinen Strauß vorbeigebracht. Weißt du? Funktioniert das eigentlich so, wenn er euch jetzt so 24-7... Nein, ist echt schwierig. Na, aber ihr habt euch noch gerne. Wir haben uns gerne, aber es ist nicht so... Da mal wieder. Es ist schwierig, sich immer... Wir haben uns lieb. Aber das immer auf einen Nenner zu bringen, ist echt krass. Ja, das glaube ich. Ist eine Herausforderung. Ja, nein, jetzt habt ihr auch noch das Gleiche. Sobald wir hier raus sind und sind auf unsere Events, dann lebt man alles schön geil. Ja, das ist immer so. Na, der kann ja auch trinken, der muss das ja nicht nüchtern. Ja, die trinkt halt Bier. Ich trinke halt Cola. Nee, aber im Großen und Ganzen, denke ich, oder? Also, ja. kurz in Denksekunde. Ja. Sehr schön. Aber bis jetzt geschafft, dann können wir den Rest auch noch durchziehen. Naja, genau. Dann gucken wir jetzt nochmal, was wir noch an Ostblech bei euch in der Halle finden, auf jeden Fall. Einiges, ja? Als ob wir viel Ostblech haben. 80-20 hat er mir gesagt, ist so das Verhältnis. Aber da bringt noch 10% Bessis Ostblech. Ja, das ist ja erstmal egal. Wir holen das zurück. Na, dann gucken wir mal, was da hat. So, und als ich das hier natürlich gesehen habe, ist mir sofort das Herz aufgegangen, weil, wer sich grob erinnert, was Farbe und Zustand anbelangt, also es könnte auch fast meins gewesen sein, obwohl das hier das Coupé im wesentlich besseren Zustand ist. Hat das jetzt nur Wessi oder Ossi gebracht? Das ist Ossi. Ja, okay. Aber was halt krass ist, wir haben immer so Schübe hier in der Firma. Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen 4 Brezelkäfer. Dann hast du 3 911er, dann kommen auf einmal 4 T1 Busse. Jetzt haben wir Viermal Ostblech, fünfmal schon. Jetzt kommt noch ein Betausend und sonst noch. Also jetzt ist irgendwie der Ostwein ausgebrochen hier im Strahlberg. Immer wieder was Neues. Man muss aber tatsächlich sagen, wir sind ja schon mal kurz rundherum geschlichen, aber so zustandstechnisch wirklich. Also, ja, wie gesagt, ihr alle kennt hier diese Löcher, wo ich ja hier durchgefasst habe. Und hier von der A-Säule brauchen wir ja auch nicht zu sprechen. Also, da haben wir schon andere Coupés, oder? Da haben wir schon andere Coupés, ja. Und der kriegt jetzt auch einmal volles Programm oder nur Trockeneis oder nee, was? Nee, der kriegt das volle Programm. Der wird komplett. Da haben wir die ganzen Anbauteile auch schon gemacht, und die Türen alles von dem Fahrzeug hatten gar nichts. Da war nichts dran. Krass. Kein Rost, nichts. Und die Kotflügel, die ganzen Anbauteile haben wir schon gemacht, wirklich in super Zustand. Hier oben, ja, wenn ihr euch da bei mir dran erinnert, die ganze Regenleiste hier oben, vollkommen verfault. Ich meine, gut, klar, was jetzt nach dem Strahlen noch übrig bleibt, ja, das steht auf einem anderen Blatt, aber so von der Sache her erstmal, ja. Coole Sache auf jeden Fall. Dann hier halt auch Murmel, hast du mir ja gesagt, soll eigentlich ein relativ cooles Projekt werden, ja? Genau, ist auch in einem relativ guten Zustand, soll Patina außen erhalten bleiben. Wir strahlen hier mit dem Innenraum, machen wir nackig Motorraum, machen wir nackig, soll jetzt richtig schick werden, aber außenrum sollte der Originalzustand erhalten werden.
krass. Auch gutes Brett von mir. Ja, auf jeden Fall. So, also weil ich stelle mir das, ich bin ja sonst immer nicht so für das Patina und Döns, weil ich da auch das Gefühl einfach nicht dafür habe, ja. Ja. Aber das stelle ich mir richtig, das stelle ich mir richtig cool vor. Ja, das ist ja wieder eine Herausforderung, du musst alles schützen, musst den Lack gut abdecken, alles abkleben, dass da auch immer größer wird, eigentlich strahlen, gell? Ja, ja. Und wenn ich jetzt mal hier so im Hintergrund schon nochmal hochgucke, ja, Corrado ist ja, also ist für mich, oder für dich ja auch. Geiles Auto, gell? Na, das ist ja aus unserer, also aus der Zeit so, ja, wo du dir so. Aber die sind alle 30 Jahre alt, die Autos, gell? Man glaubt es kaum. 30 Jahre ist Oldtimer und ja. Und das, ich sag jetzt mal, dass Leute, sagen wir mal, das jetzt auch schon wieder so weit erkannt haben, dass die jetzt so viel Geld in so ein eigentlich, also für mich immer noch neues Auto investieren das ist genau tatsächlich. Das. Die Leute sehnen sich zurück nach dieser Zeit, gell? Ja. Das war vielleicht jemand, der hatte schon mal in den 90ern ein Corrado gehabt. Ja, ja. Jetzt, wie wir es vorhin schon hatten, beim Frühstück mal dann Kinderhaus gebaut. Ja, immer, ja, oh, ja. Ich habe wieder so eine Karre und dann geht das wieder los, gell? Dann ist das mal aufflammen, diese ganze Leidenschaft. Da haben wir ganz, ganz viele. Gerade Thema 2er Golf. Da muss so viel Rallye und GTIs, wenn man jetzt da halt ein Zeug. Hätte ich nicht gedacht, dass ein 2er Golf mal so abgeht, gell? Ja, ja. Und das da oben ist einer von den Brezeln? Ja, das eine von den letzte von den vier Brezeln. Nee, wir haben tatsächlich noch eine draußen im Anhänger. Wir haben noch ein Brezel Cabrio bekommen die Woche. Ja. Das ist aber sehr, sehr wertvolles. Und das ist eine 47er Brezel, die machen wir jetzt nach dem Escort Cosworth. Und jetzt muss ich nochmal blöd fragen, als zwar luftgekühlter Fan, so, aber halt nicht in der VW-Szene. 47 heißt wirklich 1957? Das ist 47? Eine Nachkriegsbrezel. Ja. Ja. Eine 47, also man konnte erst. Ab Mitte 49 konnte man den Brezel-Käfer oder den Käfer allgemein aus der Allgemeinheit kaufen. Ja. Vorher haben das so Privilegierte bekommen, ja, irgendwelche Industriellen oder, ja, oder wer auch immer. Ja. Und sowas ist schon sehr, sehr wertig, so ein Auto. Gell. Also es ist baugleich fast mit dem KDF-Wagen, kann man sagen. Ja, ja. Also alles, was bis Mitte 49 ist, ist eigentlich fast noch KDF-Basis so. Und darf man das sagen, was wenn so ein Auto jetzt fertig restauriert ist oder sagen wir fertig aufgebaut ist, was sowas wert ist? Ich habe da überhaupt kein Gefühl. Der 47er so zwischen 120 und 150. Nein! Ja. Was wir draußen stehen haben, ist Cabrio. Bist du bei, ich würde sagen, in den, so wie das restauriert wird, bist du bei 200.000 Euro. Wahnsinn. Das, man kennt ja die Hebmanner, wenn du die kennst, die Hebmanner VWs, das ist eine Luxuskarosserie, war das. Ja. Die ist nicht ganz so selten sogar wie ein Brezel Cabrio. Man sagt sogar, das Brezel Cabrio wäre noch seltener, aber die werden immer über 200.000 Euro gehandelt. Wenn es mal was zu kaufen gibt, der Markt ist satt. Gell, wir arbeiten natürlich für die Kundenansammlung. Ja. Es wollen ganz viele sowas haben. Sowas ist wirklich der heilige Gral, gell, sowas zu suchen, sowas zu finden. Krass. Man hat doch mit dem klassischen Käfer, wie man kennt, nicht viel zu tun. Gell, also von Bauteilen her ist ein Käfer. Aber er passt kein Teil zu dem Mexiko-Käfer oder so. Das ach so, das hätte ich jetzt wieder gedacht. Er passt gar kein Teil. Ah. Das ist alles anders. Krass. Die ganze Karosserie ist schon anders, gell? Ist wirklich cool. Wie halt bei den Ostsachen, jeder Trabi ist ja unten ein 6-Inter, sondern ein 6-Inter, gell? Ganz nee, klar, klar. Ganz andere Merkmale wie... Klar, aber ich sag mal jetzt zumindest auch jetzt von der Murmel hier zum 601er, diverse Sachen kannst du ja übernehmen, so immer ganz grob und so. Klar sind auch viele Unterschiede, also aber... Hier passt kein Kultfugel, da passt keine Haube, da passt keine Scheibe, nichts vom, vom Mexiko-Käfer. Krass. Also entsprechend auch, ich sag mal, wie beim 311er, Ersatzteilversorgung schwierig. Bei den Bauern, das ist ja so schwierig, aber weil da die Szene ist relativ groß, das weltweit gibt es sehr, sehr gute Nachfertigung mittlerweile. Ah, okay. 353, der wurde bei uns ein Kumpel von uns, Karl-Sieber Hebecker, jetzt restauriert, der war bei einem richtigen Standstrahler. Ja, man sieht mal hier, hier rebst du dir den Pfoten bald auf, würde man sagen. Ja, der ging wahrscheinlich durch irgendeine Durchlaufanlage mit Schlacke oder Stahlkiese, was auch immer. Das Ding war natürlich hinten die Karosse nach dem Strahlen, gell? Dach verzogen, Kotflügel, Hauben, alles krumm und schief. Und der Stefan ist aber ein 67er, wie du schon gesagt hast, ist wohl schon was Besonderes beim 353. Ja, genau, weil es halt, sag mal, das richtig altes, also fast erste Serie. Hat es auch diesen Bandtacho drin? Richtig, ja. Das ist halt was, bisschen, wir haben genug Kumpels in der Ostszene, bitte kennen wir uns auch schon aus. Krass. Ja, und wir haben auch wirklich Bock, die Ostleute sind immer cool, gerade Thomas hier oder die Ostburger MV-Leute auch oder unsere Bande hier rund um Alex drumherum hier in Pösneck, wir haben eine sehr, sehr große... Sehr starke Ostszene, die wir auch immer unterstützen. Die Jungs, wir machen da gerne mit denen irgendwas. Macht Spaß. Der ist jetzt der nachträglich sozusagen schon auch nochmal geklemmt wird und dann wird er so hergerichtet worden, dass man sagen kann, da lohnt es sich dann wieder Wartburg draus zu machen. Ja? Genau. Krass auf jeden Fall. Also, da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Ja? Wahnsinn.
Klassiker, wie man es nicht machen sollte. Man geht zum typischen Sandstrahler, kostet vielleicht mal 800 Euro eine ganze Karosse, hast danach aber eine Wellblechkarosse und hast gar nichts gekonnt. Gell? Deswegen haben wir uns auf das schonende Entlacken spezialisiert von Oldtimer Karosserien. Wenn das den Kernschrott ist von der Basis her, alles durchgefault ist, dann kann man da nichts ändern. Aber man muss ja nicht, gerade wie bei Daimels auch am Bach oder so, sowas zu strahlen, da gehört schon was dazu, gehört viel Erfahrung aus. Und wenn man da jetzt noch mit Sand drauf geht, dann schafft man, macht man aus der schlechten Basis einen Schrotthaufen, der noch schlimmer ist. Und dann, ja. Wir tun jetzt mal so, als wenn ich das Auto in dem Zustand bringe, wie mein Rotor ist. Also unberührt, ja? Also, oder wie der Kübel oder wie das Coupé oder was auch immer. Was muss ich rechnen, wenn ich das eben genau der Kur unterziehen will, dass der am Ende so da draußen im Verkaufsraum steht wie der Kübel? Ja, also da kannst du planen, zwischen 2.000 bis 2.500 Euro die Karosserie zu strahlen komplett. Dann kommt eine Epoxy-Grundierung dazu, die kostet 3,53 hat ganz, ganz viele Anbauteile, gell? Ja, ja. 1.000 Teile, gell? 4 Türen und 4 Kurbzüge. Ja, ja. Da bist du nochmal so 850 Euro los fürs Grundieren. Mhm. Und wenn natürlich dann das Ding 10-mal Unterbodenschutz hatte, was wir auch schon hatten, dann gehen wir davor mit dem Trockeneis ran, holen das grob schon runter, sonst versauen wir uns das Strahlmedium auch und du musst das Blech nicht so belasten mit dem Strahlen, gell? Okay. Na, ist ja bloß einfach nur die grobe Richtung, weil eben das so, dass das Beispiel eben dafür ist, so dieses mache ich dir Billjahr, habe ich woanders günstiger gesehen, was auch immer, aber das halt so, wie gesagt, das Beispiel dafür ist zu sagen, naja, das hast du dann eben. Genau, du musst aber unterscheiden zwischen 3,53 und der 3,11 zum Beispiel. Der 3,11 ist komplett innen ausgeschäumt, ist an die Trönen. Da sieht es ja gerade bei dem Camping hier vorne, das ist alles so dick reingeschäumt. Hier haben wir 3 Tage Trockeneis gestrahlt an dem Auto. Gell, das ist jetzt sieht man halt alles schöne die ganzen Schweißpunkte, das hat er 3,53 nicht gehabt. So. Ja. Naja, das ist wieder so der Klassiker, nicht jedes Auto ist gleich. Genau. Also, du kannst nicht sagen, pauschal, was ich, das kostet jetzt immer X, sondern es ist immer von bis. Was immer am günstigsten ist, immer wenn du einen Originallack hast, du musst dir runterholen. Wenn du aber ein Fahrzeug hast, was schon 3-mal rastiert ist, was in der DDR 10-mal gespachtelt wurde oder was, oder woran auch immer, jetzt in der DDR, dann ist der Aufwand viel, viel größer oder nicht abschätzbar. Ja, ja. Ich habe vorhin schon ja gesagt, also so ein Camping ist ja noch, ich meine, das ist jetzt 3,11, ja. Aber so für mich, so 3,12 Camping ist eigentlich auch nochmal eine Maßnahme, aber naja, ich bin doch erstmal nicht so schnell. Also in 3,11 oder 3,12 Camping mal auf der Erde legen, richtig, das wäre mal mega. Ja, cool. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe hier so eine so Fotomontagen von 5 verschiedenen Farben Campings. Ja, da ist eigentlich das ist eigentlich richtig schlecht, sowas zu besitzen. Ne? Ah, hier sind so Trockeneisstrahlanlage. Na, hier bearbeiten wir die Unterböden, Motorräume komplett. Wir haben jetzt gerade die G-Klasse, jetzt gerade fertig. Wir kleben die Fahrzeuge immer komplett ab, dann sind wir durch grob gereinigt. Gell? Und dann geht es wieder raus. Und da kommt der nächste drauf. Dann kommt jetzt so eine riesen amerikanische Kiste, so ein Cadillac. Das ist schon. Hast du auf die Hände schon vorher gemacht? Das ist absolut immer. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, wenn die Kunden bei uns die Fahrzeuge bringen, zum Beispiel zum Trockeneisstrahlen, hast du immer die schönen Vorher-Nachher-Bilder. Ich denke, das ist. So sieht es halt immer aus. Gell? So kriegen die Kunden immer Vorher-Nachher und so kann man es schon nachvollziehen. Und, Wahnsinn. Das ist schon geil. Das ist absolut delicious, oder? Ja. Ja, ja. Krass. Und der Chris kriegt jedes Mal. Was kriegst du immer, wenn du die Bilder siehst? Ständer. Wir haben das gerade schon gehabt, ja. Das Thema so, wenn Leute eben einfach Spaß bei ihrer Arbeit haben. Und das, ich feiere das unfassbar. Deswegen bin ich halt einfach auch so gerne hier. Ist immer, ihr habt immer gute Laune, ist immer gute Stimmung. So wie es jetzt hier gerade aussieht, sag mal, alle 14 Tage machen wir den Fußboden neu, machen wir die Wände hier drinnen. Das habe ich schon mal gesehen, weil ihr klebt dann komplett neue Folie. Genau, so. Heute ist mal nicht geschönt, sonst wenn solche YouTube-Heinis kommen wieder. Von der Thomas, gell? Inside Hobby YouTube. Da machen wir immer extra schönes sauber. Ja, heute ist mal hier live und in Farbe. Man muss jetzt immer schön, gell? Es ist immer wirklich eine dreckige Arbeit. Trockeneisstrahlen ist ein sehr, sehr sauberes Verfahren, aber man holt dann wirklich den größten Mulden runter. Ja. Und wir haben das ja schon mal bei uns, bei mir in der Halle haben wir es ja mal beim Trabi auch mal versucht, Trockeneisstrahlen. Einmal habe ich das gemacht, nie wieder. Ja. Das ist wirklich. Deswegen fragen viele, könnt ihr mobil vorbeikommen? Wir können das ja, aber danach ist die Hütte. Ja, ja, da hast du keine Folge. Es ziehen überall hin, jeden Werkzeugkasten überall hin. Das ist wirklich abartig. Manchmal auch teilweise, selbst wenn du abklebst und die Karre komplett einpackst, hast du selbst, siehst du ja hier gerade, gell? Hast du trotzdem dann immer so einen leichten Film drauf, was du dann noch sauber machen musst. Ja. Krass. Musst du auch, weil sonst
Und ich sag mal jetzt beim Trockeneisstrahlen, das ist ja auch, sag mal, das macht ja nicht jetzt unbedingt auch jeder, der das Auto unbedingt restaurieren will oder so, wie jetzt hier, sag ich mal, so eine G-Klasse, so eine alte, das ist ja mehr so Pflege, würde ich ja fast sagen. Einfach um das Fahrzeug auch zu erhalten. Ja, und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hier, sag mal, in dem Bereich hast du jetzt weniger Altblech und mehr Neues? Nee, mehr. Also das, wir haben fast ausschließlich Altblech, weil auch ganz oft ist das Trockeneisstrahlen der erste Schritt einer Restauration. Okay, du weißt ja nicht, woran du bist, Unterboden. Ja, was mache ich jetzt? Wie fange ich an? Die ganzen US-Schleifer, die wir hier so haben, die werden ausschließlich fast zu 90% sagen auch die Werkstätten, erst Trockeneisstrahlen, vorher gehen wir gar nicht ran, weil die ganzen Achsen, alles versifft vorher, du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Ja. Du hast ein ganz bequemes Arbeiten, Motorräume oder auch ganze Motoren. Ja. Auch wegen Rost zum Beispiel, hier siehst du es ja mal ganz gut, gell? Das war zum Beispiel eine Stelle, die war vorher nicht ersichtlich. Das ist nur durch das Trockeneisstrahlen ist jetzt das Loch da zum Vorschein gekommen. Ganz genau. War das zugeschmiert oder was mit irgendwie? Nee, tatsächlich, das war noch gar nicht zugeschmiert. Da war einfach hier noch die PU-Unterbodenbeschichtung drüber. Ist aber Wasser reingekommen. Ja. Und dann fahren wir das halt durch. Gell. Krass. Ja. Und jetzt durch das Trockeneisstrahlen sozusagen ist dann der letzte verbliebene Schmatz sozusagen dann einfach mit weggeflogen. Du schaffst quasi eine ehrliche Basis der Fahrzeugsubstanz mit dem Trockeneisstrahlen, gell? Wir hatten auch schon Kunden da gehabt, hier denkt man den Enkever zurück, den Cabrio, der als Restaurationsfahrzeug leider angegeben wurde. Gut restauriert, ja. War ein Blender, war unten zugeschmiert, gell, und dann mussten wir abbrechen, weil der komplett durchgerostet war. Krass. Ja. Und das ist ja auch jetzt wie bei meinem Kübel, ist ja genau dasselbe jetzt. Ja. Klar, die Basis ist zehnmal besser, aber trotzdem, die kleinen Ecken und Löcherchen findest du wirklich erst, wenn du tief gräbst, auf Deutsch gesagt. Ja, also, und da ist es ja nun nicht so, dass du jetzt so lange auf eine Stelle drauf hältst, bis du sagst, na jetzt kommst du endlich oder was. Nee. Sondern das ist halt, ja, krass auf jeden Fall. Interessant. Nicht gleich. Okay. Ja, hier. Jetzt könnte ich auch schreien, wie das heute noch ist. Was ist das für ein Auto? Ford Escort RS Cosworth. Was Besonderes mal wieder? Kein Ostblech, aber ein Ford Escort RS Cosworth. Wird hier mit unserem sehr, sehr schonenden Kunststoffstrahlverfahren bearbeitet. Thomas, du kannst mal herkommen. Kunststoffstrahlen raut die Oberfläche nicht auf, hat den Vorteil, man bringt keine Wärme ins Blech und auch keinen Verzug. Und von den Karosseriebauer sieht man so einen lackten Karosse, man sieht jeden einzelnen Schweißpunkt noch. Man sieht teilweise die Anlassfarben vom Schweißen noch vom Berg. Gell? Das ist wirklich ein ganz, ganz schonendes Verfahren. Hier die ganzen Hartlotnähte, die original sind. Ja. Und wer sich ein bisschen auskennt mit den Fahrzeugen, also RS Cosworth ist ein sehr, sehr bekannter Ford Escort. Ein normaler Escort, das haben wir auch lieber Escort-Strahlen, aber das ist schon ein besonderes Fahrzeug. Man sieht hier die breiten Kotflügel. Da hat er normalerweise hinten diesen großen Flügel drauf. Mit dem Ständer war noch mit drin. Genau, mit dem Ständer noch mit. Und ja, aber sehr, sehr schönes Fahrzeug. Sag mir mal, wonach entscheidest du jetzt, mit womit du strahlst? Oder strahlt ihr immer mit dem gleichen? Oder strahlt ihr bestimmte Stellen unterschiedlich? Das würde mich jetzt nochmal, also mal ich an dem Beispiel interessieren. Man muss immer differenzieren, wenn die bei uns anrufen, ich suche einen Sandstrahl, sag ich mal gleich, wir strahlen mit allen außer mit Sand. Gell? Ah ja, okay. Genau, und Karosseriestrahlen geht man mit einem abrasiven Medium wie Schlacke, Sand oder Korund, da geht man nie rein zu der Karosserie. Man macht die Karosse kaputt, man kennt das von früher. Ich sage immer, der klassische Sandstrahler von früher, der hat ja eine Weltbergstrahlung in seiner Karosserie gemacht. Gell? Ja. Man muss da mit gewissem Verstand rangehen. Gell? Und man sieht da hier beim Kunststoffstrahlen, wie gesagt, man bringt keine Wärme ins Blech, man verletzt die Oberfläche nicht und hat somit eine super Basis. Und der Karosseriebauer sieht, wie gesagt, und jeden Schweißpunkt hier. Und die Rostnarbe nimmt, das sieht man jetzt zum Beispiel hier mal am Scheibenrahmen. Hier ist eine kleine Rostnarbe hier. Die nimmt zum Beispiel Kunststoffstrahlen nicht weg. Die wird dann von uns mit Glasperlen, mit ganz feinen Glasperlen, wird so sauber gehaucht. Viel Strahlmedium, wenig Druck. Wir hauchen damit die Rostnarbe sauber. Das geht richtig in die Poren rein und dann wird sie auch sauber. Weil eine Rostnarbe reinigen jetzt mit einem Korund, wo Verritte drin sind oder irgendwas, macht auch keinen Sinn, weil da drückst du den Stahl wieder rein. Man muss eigentlich immer schön reinigen mit einem reinen Strahlmedium. Und wenn ich jetzt hier an Karte mal so reingucke, also wenn hier so dieses ganze Antidröhnen-Zeug und sowas, das geht alles mit Kunststoff oder Glas auch weg das oder ist dann wieder das nächste? Das ist eine gute Frage. Wie kriegen wir die Antidröhnmatten? Das ist jetzt komplett sauber, alles, hier ist nichts mehr drin, an irgendwelchen Dichtmatten. Das holen wir mit Trockeneis vorher runter. Das sind wir mit dem anderen Strahl mit dem Trockeneis. Ja, ja.
das wird gewonnen aus 3 mm Pellets, sind das aus Stickstoff, aus CO2. Und wir strahlen quasi mit einem sehr hohen Druck, also bis zu 11 bar strahlen wir volles Rohr auf diese Antitrömer da drauf, die wird schockerfroren, oben platzt runter, ja, und ja, somit siehst du erst mal, woran du bist. Also ist es schon so, dass du je nach Einsatz oder je nach Bereich am Auto mit einem unterschiedlichen Medium arbeitest? Genau, genau. Also mit allem halt, außer mit Sand. Also an dem arbeiten wir jetzt mit Trockeneis, mit Kunststoff, komplett was außen drauf sind, ja, sind das große, wenn es ein Dach zum Beispiel, kannst du mit links rangehen, dann wird die Rostarbeit Glaspalle sauber gehaucht. Da wird das Fahrzeug ausgeblasen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer. Mhm. Also man kann nie garantieren, dass man alles ausgeblasen bekommt. Aber es gibt da, wir hören da von Leuten manchmal, die haben da, holen da hier 5 Säcke Strahlmittel raus machen. Wir haben da, wie teilweise wie lange Sonden, vom höheren Fenster kennt man das, wir blasen das 3 Stunden aus, wenn man so eine Karosse kennt. Mhm. Und was auch der Vorteil ist vom Kunststoffstrahlen, wenn man was liegen bleibt in Hohlräumen, das zieht kein Wasser. Sand, Schlacke, Korund, auch Soda kann Feuchtigkeit ziehen. Ja, wenn's mal ist, man kann nicht gar nicht alles raus, ist, gell? Und dann hast du da Rosten, dass sie nicht bilden können. Das ist auch wieder ein großer Nachteil. Jetzt für vorne natürlich mal interessiert, hier sind ja 5000 Löcher in diesen Kotflügeln. Das sieht aus wie Schweizer Käse. Ja, das kann ich aber auch nicht sagen, was da angeschraubt ist. Also das können doch nicht, das können doch nicht alles Verschraubungs-. Das will ich den Besitzer auch mal fragen, warum es so viele Löcher in den Kultur sind. Boah, also ein Ford-Experte könnte uns jetzt erzählen. Vielleicht gibt es ja auch Ford-Experten, die das wissen. Aber weil das ist mir sofort aufgefallen. Ja. Und vor allem, es ist ja komisch, dass es an beiden Kotflügeln gleich ist. Genau. Und sagen wir mal auch hier Kardantunnel oder Getriebetunnel und so weiter, da hast du halt gar nichts. Ja? Also das muss schon also irgendwie sowas sein. Komplett voll mit Löchern, warum das so ist, okay. Aber sieht aus, ob es sein muss. Wenn ich jetzt hier auch so die ganzen kleinen Ecken sehe und dieses ganze, also diese verwinkelte Geschichte, da ist ja Trabant dagegen, also entspannt, ja. Wie lange ist so ein Teil jetzt in der Bearbeitung, ich sag jetzt mal von in die, also von Aufspann auf den Rahmen bis, sagen wir mal, rotiert, Rostschutzgrundiert und wieder zum Kunden? Also in der Regel, wenn er aufgespannt ist, sag ich mal, bis zum Grundieren sind es 5 Tage auf jeden Fall. 5 Arbeitstage sind es auf jeden Fall. Du musst den Winkeldüsen, wo wir in die Ecken reinkommen. Wie gesagt, du hast das Kunststoffstrahlen, da wird die ganze Anlage sauber gemacht, zurückgefahren das Strahlmedium, weil du darfst nicht vermischen, Kunststoff und Glas. Dann strahlen wir die Rostnarbe mit Glas, vorher noch das Trockeneis strahlen. Mhm. Was immer dazu kommt bei Fahrzeugen, die wir noch nie da hatten, jetzt den RS Cosgrove, musst du Halterung anfertigen, gell? Jede fürs Strenggestell. Bauen wir den Halterung separat als vorher, machen wir alles hier im Haus. Dann spannen wir den auf, wenn wir den Strahlen für Käfer, für die Trabis, für die Pullis, für die Porsche, haben wir das alles da. Aber wenn man so Exoten hat, den jetzt hier, kommt das hier dazu. Ja. Wie so das Verhältnis zwischen Ost- und Westblech im Strahlwerk? So aus der Kalten. Das Verhältnis aus der Kalten raus sind so 20% Ostblech, 80% Westblech. Tatsächlich? Jetzt haben wir mal einen krassen Fall hier. Das viel habt ihr gesehen, da ist gerade viel Ostblech da. Ja. Und, denkst du das nicht eher daran, weil jetzt sagen wir mal so Brezelkäfer zum Beispiel oder T1, 2, was auch immer, einfach noch mehr wert ist? Oder denkst du einfach, die Ostszene kratzt das alles noch selber überall? Es war, gerade wo wir angefangen haben, das haben wir grob vor 10 Jahren mit der Selbstständigkeit, war das noch nicht so das Thema, dass die Ostfahrzeuge, dass denen so eine Stellung gegeben wird im Oldtimer. War immer nur ein alter Trabi, ein alter Wartburg, wird irgendwie da zusammengefriemelt. Gell? Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, die Ostszene hat sich richtig entwickelt, wie du ja schon auch merkst, die letzten Jahre ist richtig explodiert, ob es auch die Mopeds sind oder die Trabis, die Wartburg. Du hast über einen Kasten Bier und Trabi gekriegt noch vor ein paar Jahren und jetzt ist es vorbei. Leute erkennen auch und das Potenzial ist da, die Leute wollen das, gerade auch die 311er und sowas, was ja wirklich elegante Autos sind. Und wir haben auch ganz viel Westkundschaft, die uns einen 311er bringen oder einen 313er, das haben wir alles schon da. Gell? Und das ist jetzt gerade in den letzten 2 Jahren richtig wild geworden, dass sich das entwickelt. Thank you.
So, naja, jetzt haben wir einmal eine Runde gedreht. Ich glaube, geballte Informationen in kurzer Zeit. Ich denke auch, ich habe dir ein bisschen was. Genau, und auch hoffentlich für euch. Also wie gesagt, ich habe es im Vorspann schon gesagt, es ist was anderes als eine einfache Dienstleistungsbeziehung mittlerweile hier zwischen uns. Und ich glaube, genauso fühlt sich jeder auch hier aufgehoben, der irgendwie sein wertvolles und kostbares, heißgeliebtes Ostblech irgendwie in eure Hände gibt. Genau, so gut formuliert, Thomas. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder und dieses Jahr auch auf irgendwelchen geilen Ostschrott-Events, wo wir uns auch mal sehen lassen werden. Ich hoffe, dass doch. Ich denke hier beim Ochsenkopf meets IFA, da werden wir auf jeden Fall am Start sein. Sehr geil. Ich habe noch so ein kleines Meeting mit dem Julius Perle, mit seinem Tourist. Oh ja. Mit dem Seblon Variant. Die Farben sind fast ähnlich und wir haben schon lange mal vor, die mal Haube an Haube gegenüberzustellen, weil das Fahrzeug hat ja auch eine DDR-Historie, ist ein DDR-Typ 3 im Osten gelaufen. Und sind einfach die Gegensätze Ost-West, kann man da zweimal Variant, kann man mal schön gegenüberstellen. Vielleicht machen wir das bei dem Ost-Meets-IFA am Ochsenkopf. Ja, geil. In Schkölen. In Schkölen, richtig, genau. Sehr gut. Also in diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als meldet euch. Hau rein, jungen Mann.